Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ratchet & Clank Crack in Time mit mir, Zavex. Wir befinden uns in diesem wunderbaren Zeit-Dingsy-Bumsy, wo wir neue Zeitkräfte haben und womit wir dann Zeit-Anomalien-Dingsy-Bumsys kaputt machen müssen. Heile machen müssen, nicht kaputt. Denn wir sind Clank. Und dafür klicken wir auf diesen Planeten und machen ein Minispiel. Oh shit, die Präzisionserweiterung erweitern jetzt... Ah, okay, mach viel Boom. Ich verstehe. Oh, netter Planet. Bisschen Eis. Gott. Okay. Nein, werde nicht groß, Mann. Wo denn da? Dankeschön. So passieren hier so viele Dinge. Einschlag in 3, 2, 1. Oh Gott, wo denn noch? Du bist langsam richtig gut darin, Clank. Oh, guck mal, Flächenschaden, Mann. So spät, Mann. Warnung, Rückzug geortet. Ah! So viele Sucherdinger. Warnung. Geht weg. Dankeschön. So, wo denn noch? Da. Oh wow. Ey, das macht gerade alles ein bisschen problematisch. Aha. Aber gemeistert. Zeitnormalität auf Planet Quantus wiederhergestellt. Das war einfach unglaublich. Okay, einer von drei. Dort oben ist der nächste. Okay. Ich ahne, wo wir als nächstes hin müssen. Schubidu-wap. Schabidabab-bab-bab. Bum-bum. Ach, davor aber noch ein kleines Rätsel. Schubidi. Bab-bab-bum-bum. Money, money, money. Okay. Was macht das da? Mach das Ding runter. Okay. Momentaufzeichnung initiiert. Ich glaube, ich habe schon raus. Den benutzen wir dafür. Das war Quatsch. Momentaufzeichnung initiiert. Den benutzen wir dafür. Warten ein paar Sekündchen. Ja, wird schon passen. Und halten dann an. Dann nehmen wir den. Momentaufzeichnung initiiert. Und laufen dorthin. Dann kommt das Ding runter. Und gleich geht das Ding wieder hoch. Und wenn ich so lange nicht jetzt irgendwie dumm runterfalle, ist das schon mal Nummer 1. So. Momentaufzeichnung initiiert. Oh, jetzt... Habe ich's ver... Moment. Nee, das ist schon richtig. Ich verstehe. So, jetzt müssen wir den wieder neu benutzen. Momentaufzeichnung initiiert. Weil der geht dann da drüber. Das Ding geht auf. Und der geht da rein. Oder? Und dann ist doch alles cool, wenn ich völlig verstehe. Momentaufzeichnung initiiert. Ja, sollte passen. Der springt da und geht gelb jetzt ein bisschen schneller weg. Blau wartet eh gleich lang. Kann ich da schon weg? Und die Tür geht auf. Rätselchen gelöst und noch voll viel Zeit. Dafür gäbe es 600 Volt. Kann man machen. Schubidu. Links Störung und rechts gucken. Störung 00173 Gamma Zulu. Sofortiger Austausch notwendig. Okay. Von Plattform zu Plattform. Oh Gott.
Ich werde sterben. Ah. Oh Gott, ich lebe ja doch. Wie ist das möglich? Das macht bumm. Nice, nice, nice. Und weiter geht's. So, die müssen wir doch nicht hier verlangsamen. Können wir einfach so wegschnangeln. Schnickschnack. Ein Hilfsgitter bitte zur Grafikstation 7. Eine Werkversicherung muss gewartet werden. Danke. Paar Schüsse ablocken. Das kann ich auch. So, jetzt auch mit dir. Ah, das ist eine krass mächtige Waffe, wenn sie jeden Schuss reflektieren kann. Bräuchte der Ratchet. So, nächster Planet ist auf dem Schirm. Quantumwiederherstellung eingeleitet. Okay. Was macht das? Achso, ich habe einen krassen Strahl. Zeitbandeinschlag. Als ob ich mir den ganzen Mist merken kann. Ja, okay. Ich hab einen krassen Laser! So, das passt. Nice. Wasser Laser Power! Piu, 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 piu! Piu! Mehr Piu! Warnung, Zeitbandeinschlag in 3, 2, 1. Gott! Oh gut, ist geschafft worden. Ich dachte schon, ich habe nichts mehr gesehen. Ah! Explosion! So, bam, bam, ganz viele Dinge aktivieren. Das ist schön. Wie viele noch? Haben wir es denn jetzt bald, man? Ach, der hat wieder alles. Du, wieder Dinger. Da, geh weg. Und damit ist auch Nummer 2 gemeistert. Dann begeben wir uns. Flying. Wow, ein Schuss. Und rüber. Yippie. Juha. Uhustasa. Bum bum. Okay, Kleine. Oh Gott. Das wäre ein Abgrund, aber es ist nur eine schwarze Plattform. Oh nee, ist das nicht ein Rätsel? Hier, so in der offenen Fläche? Was macht das denn? Okay, warum sollte man das nicht sofort aktivieren? Momentaufzeichnung initiiert. Einleitung der Selbstreparatursequenz von. Achso, dass man nur eine gewisse Zeit hat. Ich verstehe, Spiel. Oh Gott! Ah! Ah! Oh Gott, ich musste dreimal springen. Hopp! Hihot! Dankeschön! Und rüber! So, das war das. Hallo. Was gibt's nun? Oh, danke schön. Das war ein tiefgreifender Dialog. Hallo, kleiner Mann. Ciao. Maschinenbaudeck 13. Deck wieder zugänglich. Oh Gott. Au. Hat. Das hat mich getroffen. Treff mich nicht! Ich treff dich! Einen Moment! Ich öffne die Tür! Dankeschön! Schubidubab! Easy peasy! Super easy peasy! Hallo Anlage 3! Was passiert denn diesmal hier? Das Ding geht hoch! Ansonsten ist hier nicht viel los! Außer ein paar Bum-Bums! Bum-Bum machen. Und Money, Money, Money geben.
Okay. Momentaufzeichnung initiiert. Oh, das ist dumm. So, das ist viel besser. Damit kann man, glaube ich, noch arbeiten. Momentaufzeichnung initiiert. Da trollte er es ein. No! Und dann geht's wieder. Und dann, yay! Dann geht's hoch und dann gucken wir mal, was hier so alles passiert. Okay. Warte mal. Sollte genug Zeit sein. Okay. Faszinierend. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich muss ja auch wieder hochkommen. Momentaufzeichnung initiiert. Ich aktiviere erstmal den. Vielleicht wird das ja schon irgendwie klappen. Wie schnell er das einfach runterbringt. So. Das ist der. So, ich muss jetzt den benutzen. Momentaufzeichnung initiiert. Ich warte, bis du rübergehst. Geh damit. Ganz easy. Schubidu. War doch einfacher als gedacht. Tada! Money, money, money! So. Damit der Kampf etwas einfacher ist, kann man auch die Zeit anhalten. Oh Gott, diese Schreie! In meinen Albträumen begleiten. Das ist nett. Ich sammle hier noch ein bisschen ein. Da gibt's das und da gibt's Glibber auf dem Boden. Das ist nicht so schön, aber ein paar Muttern. Bitte zu Solana Terminal 6. Ich wiederhole, Hilfshüter zu Solana Terminal 6. Okay, okay, okay. Ich bewege mich voran. Da hinten ist unser Ziel. Schubidu, mach bum bum. Dabdi-dabdi-du. Dann mal rüber. Mit den fliegenden Pferden. Oder wie auch immer. Störung inverser Sicherung 00173 Gamma Zulu. Sofortiger Austausch. Nein. Oh Gott. Ich sehe Explosion. Das habe ich überlebt. Wie? Ich verstehe es wirklich nicht. Anomalien auf Planet Terrachnus entdeckt. Okay, das können wir ja beheben. Diese Schreie. Zu gut. So. Alle weg. Alle weg. Auf. Zum letzten Planeten. Quantenvorstellung eingeleitet. Zeitlupenerweiterung. Okay. Ich finde, das ist irritierend, dass das automatisch macht. Und die Texte nicht vorliest. Zeitband einschlägt in 3, 2, 1. Ja, pam pam. Pam 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 pam. Haben mehr Power. Also die erste Runde ist immer leicht. Zeitband nähert sich in 3, 2, 1. Ja. Nein! Ich hab das Ding wieder ausgemacht. Lilanen Dinger wegkriegen. So, bam bam. Oh Gott. Wo ist noch was? Achso, nächste Runde. Letzte Runde. Das sind die blöden lila Dinger. Aber echt, ey. Ja. Ja, geht weg. Oh, alles aktiviert. Desto mehr Items, desto leichter. Cool, cool, cool. Dann begeben wir uns voran. Ich bin der Hilfshüter, Computer. Jetzt öffne die Tür.
Es würde nicht wehtun, einfach mal bitte zu sagen. Bitte. Aua, das tat echt weh. Mann, danke nie wieder. Oh, das neue Sessel. Archive werden geöffnet. Hallo Siegmund, nur dass du Bescheid weißt. Ich reise zum Tompli-Außenposten auf Sunnyfar und werde es morgen zurückkommen. Ein Kollege hat mich um ein Gespräch gebeten und anstandshalber muss ich hingehen. Bitte nicht, Sir. Pass so lange auf die Uhr auf, kümmere dich um die Zeitreiniger und, Siegmund, das bleibt aber unser kleines Geheimnis, ja? Dann bis bald und, stelle nichts an. Bitte nicht gehen. Aufzeichnung Ende. Es ist... gefährlich. Armer Sigmund. Schiffe geortet. Schön, schön. Was haben wir denn hier? Oh, der Lombax hat sich wohl verirrt. Was meint ihr, Mädels? Sollen wir ihm helfen, den Weg zu finden? Hessi, wir haben 3000 Kilo Kubit nördlich von Oragminor eine Signatur geortet. Es ist ein Lombax-Schiff. Oh, General Azimut. Das Kopfgeld für ihn liegt bei 2 Millionen Bolts. Libra, sei so gut, kümmere dich um unseren Freund. Wir erledigen den Älteren. General, bitte melden. Feindliche Schiffe im Anflug. Ich sehe sie. Das sind Völker. Oh yeah. Die Pilotinnen von den Fahrern. Ich schüttle sie im Asteroidengürtel ab. Flieg du nach Lumos. Oh no. Direkt in den Bossfight. Du und ich, Lombax. Ja, aber weißt du, bissige Valkyren einführen, ist klar. Aber erst in der nächsten Folge von Ratchet & Clank, A Crack in Time. Wir machen hier eine Pause. Das mit Sigmund war gerade irgendwie ganz schön sad. Und irgendwie glaube ich, dass diese Aufzeichnung schon ein Tickchen älter her ist. Okay, diese Valkyren haben wir mal richtig hier auf die Fresse in der nächsten Folge. Und... bis dahin sage ich Tschüssikowski. Ich bin Zarewix und ciao und so und irgendwie, ach komm. Ciao.